Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Es ist jetzt ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Wo sind die hier? Was sind das? Lied der Countermand. Genau, da gab es ja den Ebenerzbogen, den wir uns nicht leisten konnten. Aber wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Haben wir überhaupt schon rausgefunden, wo wir hin müssen? So, where is hier Crystal Tower, genau. Last I heard, the Mage's Guild was looking somewhere near Lilandril, or was it Firsthold? I'm not sure, but you should probably start your search around there. Lilandril und Firsthold. Aber dann lass mal lieber, weil wir 11.000 brauchen für den Bogen, Ebenerzbogen, nochmal hier nach Norden gehen. Vielleicht nochmal so eine ein oder zwei richtig teure Quests machen und die wieder ordentlich Geld verdienen, damit wir uns eben den Bogen holen können. Oder warte, haben wir den? Weiß es jetzt nicht. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht mehr. Wirklich schon ein Weilchen her. Ne, den haben wir nicht. Wir haben jetzt auch erstmal genug Platz im Inventar, weil wir auch in der letzten Aufnahmesession festgestellt haben, wir können hier Heal True machen. Ausdauer ist dann wieder voll. Und besser geht's nicht. Da brauchen wir keine Heiltränke mehr. So, wo haben wir das Königshaus? Wir brauchen Quests. So, hier. You walk into the King's Audience Chamber. Genau. Brauchen wir nicht vor, alles vorzulesen. Dann holen wir uns hier mal eine ab. Du hast doch bestimmt was. Tell me, young lord. Are you in your fair city state for business or pleasure? No matter. Cloud Rest offers the ample rewards for seekers of aid. You will find the people here friendly and accommodating. Although I would not recommend it leaving your weaponry back at your inn if you wander at night. Goodbye, master. Der hat also keine Quest für uns. Nicht schade. Finde ich wirklich, wirklich schade. Würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen raus und suchen uns da mal etwas. Ein Dungeon oder so. Dass wir looten können. Ja, komm, ich will hier dran vorbei. So. Wo gehen wir mal hin? Hier müsste doch irgendwo eine in der Nähe sein, ne? Rechts von uns hier direkt. Würde ich sagen, wir schwimmen erstmal darüber. Können wir auch schon zücken? Müssen wir. Ja, wir müssen hier schräg gegenüber. Okay. Dann ist es halt so. Dann müssen wir hier in die Diagonale schwimmen. Und mal schauen, was das dann für ein Dungeon ist. Da ist er. So, dann machen wir hier auch noch mal ein kleines Safe Game auf die 2 und rein da. Ach, so einer ist es wieder. Ja, den Dagger lassen wir mal. Komm, hier nehmen wir das mal mit. Oh, Geister. Claymore. Okay. Gehen wir hier mal rein. Okay, hier gibt es nichts in dem Raum, was schade ist. Dann gehen wir jetzt doch mal hier rein. Hier gibt es aber was. 78 Gold. Und sonst nichts.
Und kommt noch ein Geist? Und noch ein Round Shield. Können wir alles verkaufen. Ist hier noch irgendwas? Hätte ja sein können. Ach, hier gibt es wieder einen Schatz. Nice. Silver Pauldron. Und Plattenboots. Ja, okay, hier war es das dann auch. Aber wir können das mal wieder verkaufen gehen. Achso. Muss ich ja draufklicken. Und so von uns zu Questen. Fragen wir jetzt, wo die Mauern hier jetzt sind. Ah, da sind sie schon. Ja, viel Geld werden wir dafür jetzt nicht bekommen, was wir da jetzt aufgesammelt haben. Aber vielleicht ein bisschen was. Hier haben wir direkt eine Taverne. Können wir hier wieder verkaufen. So, guter Herr, ich hab was für dich. Wir haben hier Blade Boots. Ja. Silverpoll. Verkaufen wir das? Oh, dann hier noch den Round Shield. Und den Kite Shield. Ich finde schade, dass das immer so wenig Geld gibt. Hier, Dagger wird wahrscheinlich nichts wert sein. Ein Gold. Und die Claymore. Sonst haben wir jetzt nichts mehr hier. Ne. Okay. Sonst würde ich sagen, hier, lass mal vielleicht doch erst einmal nach, wo waren das? Evan Stedmint, Lilandriel? Oder First Hold? Dahin oder dahin hieß es, wegen dem Diamantturm. Ich glaube, der Diamantturm ist irgendwo hier auf der Insel, wenn ich Elder Scrolls Online noch irgendwie mich gut erinnern kann. Lass mal dahin gehen. Nach Cloud Rest später nochmal wiederkommen. Dann kümmern wir uns erstmal um die Hauptquest. Ja. Dann fragen wir hier mal. Da haben wir schon mal ein erstes Opfer. Du, sag mal, wo ist denn der Crystal Tower? Have you tried asking at the temple? They seem to know everything. Okay, dann. Nearest temple. Southeast of here. Natürlich. Das hätte ich mir auch sonst überlegen sollen. Immer südöstlich. Immer hier südöstlich. Und wir fragen die junge Dame nochmal. Nearest Temple. Okay, noch südlich von hier. Das heißt, wir müssen
Wir müssen einmal hier drum komplett herum. Ach du Scheiße. Ja, ist auch ein dicker Ding hier, dickes Ding hier. Da haben wir schon die Magiergilde. So, dann haben wir nochmal Tempel. Nochmal Southeast. Ist hier vielleicht der Tempel? Sieht sehr nach Tempel für mich aus. Wie ist denn das? Kann ich so rein? This lock looks to be beyond your skills. Okay. Kommen wir hier? Ja, wir kommen hier weiter. Könnte da vielleicht ein Tempel drin sein? Bitte sag mir, dass das ein Tempel ist. Das ist kein Tempel. Sag mal, wo ist ein Tempel? Wrong but I look. Jetzt bin ich zu weit. Ah, da haben wir einen. Jetzt kommt das der einzige Tempel hier. So, wo ist denn der Eingang? Hier ist der. Conclave of Charity. Wir haben der Conclave of Charity. So, dann fragen wir mal den guten Herrn hier. So. Er kann mir nicht weiterhelfen. Gehen wir mal in die anderen Räume, da vielleicht ist da jemand drin, ne? Ist auch niemand. Vielleicht müssten wir... Nein, nicht nochmal rein! Ah! Ah, super. Wir fragen die nochmal. Bezüglich Key Crystal Tower. Have you tried near Somerset? I heard something strange happened thereabouts. Wir sind doch auf Somerset. Oder? Sind wir? Wir sind auf Somerset. Oder gibt es eine Stadt namens Somerset? Somerset City oder so, keine Ahnung. Ne, gibt's nicht. Fangen wir die nochmal. So, Crystal Tower. All mages at one time or another seek the Crystal Tower, for it is the crux of magic in the world. Those who know not where to begin often seek counsel at the Mages Guild. Perhaps you should try there. Okay, Magiergilde, nicht Tempel. Magiergilde haben wir ja gleich da. Fragen wir mal hier. Hier ist kein Eingang. Hier haben wir einen Eingang. Der kann uns bestimmt weiterhelfen. My name is Karim Ashlin and I have the dubious honor of being the lore master of this Mage's Guild. Word has spread that you seek the Crystal Tower. I have known students of mine to search an entire lifetime. Never is it this time to talk.
never destined to walk within its hollowed halls. I will, however, consider doing something I would have never thought to do. I will help you find the Crystal Tower. In return, you must do a favor for me first. You see, a few nights ago, priests of the Mad God attacked our guild. They were protected by some sort of spell that absorbed our magic, making us powerless to stop them. Many of our initiates died, and the priests carried off a number of our treasured artifacts. Among these was a small diamond. I cannot speak more of this other than to say it served a vital purpose here in the guild by strengthening our magic. It has a secondary function as well, one that would be of interest to you. I quested and won this magical gem in far combat from its previous master, the Demilix Tsarophos. It is said that the light from the gem will allow the viewer to see the true location of the Crystal Tower on a specially prepared map, a map I have in my studio. The priests, however, have the diamond. If you would consider recovering it, I would be happy to show you the location of the Crystal Tower. You will, however, have to bring me the diamond key. Diamond first? Do you agree? Natürlich. Wir wollen ja vorankommen. Good. You will find the Temple of the Mad God outside the city of Liliandril. Wait a moment while I get a pen and mark the location on your map. Remember, bring the diamond and I will show you the location of the Crystal Tower. It's a reward. Corum inscribes the location of the Temple of the Mad God onto your map. Ja, okay, dann haben wir jetzt erstmal wieder eine Quest. Da können wir dann zumindest noch mal ein bisschen Geld rausholen. Und schauen wir mal an, wo das ist. Ach, hier. Temple of Mad God. Komm, lass mal da schon mal hinreisen. 4 Tage. Okay, geht in Ordnung. 4 Tage ist nicht viel. Dann holen wir uns den Diamantschlüssel. Ah, nicht Diamantschlüssel, den Diamanten. Machen hier nochmal ein Safe Game auf die 2. Und dann los. Beziehungsweise. Ja, Türen gibt es hier auch wieder mal. Ah, oh, direkt Skelette hier. So, der hat nichts. Und der hat auch nichts. Scheint aber ein neuer Dungeon zu sein. Sieht interessant aus. Ja, sieht ein bisschen nach etwas aus. Ja, ich gebe lieber keinen Kommentar. Wir gehen aber erstmal nach Süden. Norden meine ich. Okay, hier gibt es nichts. Das da sieht nach einem Grabstein aus. So ein Sarg. Hier steht einfach mal so ein Sarg rum. Will der denn? So, der hat nichts. Jo, was haben wir denn da? Ich glaube, wir haben schon direkt das Richtige gefunden, wo wir hin müssen, oder? Ne, doch. Ne, wir haben das Ende gefunden. Von der Map. Oh, nein! Free Action und Heal True. Hallo. Free Action. Beide tot? Beide tot.
Zu spinnen. Okay, wir kommen hier wieder quasi beim Eingang an. Ich glaube, wir werden hier auch noch ein bisschen so für ein paar Wege in irgendwelchen Räumen schwimmen müssen. Was ist denn das? Achso, das ist ein Vampir. So, wir haben 9 Gold Pieces. Ah, das lassen wir mal. Ne, ein Monk. Monk war das. Mönch. Ich dachte, das war jetzt wieder ein Vampir oder sowas. Aber nee, ein Monk. Boah. Der hat mich jetzt echt erschrocken. Gold. Und es hört sich hier sehr stark wieder nach einer Medusa an irgendwo. Okay, hier geht es eh nicht weiter, also geht's nur durch diese Tür. Okay, wo sind wir jetzt? Wir gehen erstmal hier rum. Okay, hat nichts gebracht. Also keinen Unterschied gemacht. Oh, noch eine Tür. Gibt es hier irgendwo eine Geheimtür? Nee. Aber daran geht es irgendwie auch nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder raus. Okay, den Raum kennen wir. Ach, da brauchen wir nicht. Gehen wir mal hier rein. Gern lieber Gold von euch. Oh, Tür. Aha, hier wieder so ein Raum. Was willst du jetzt? 24 Gold, immerhin. Nee, aber einmal kurz nochmal. Oh, wie viele? 42 Gold. Und ein Talk. Und der andere hat ein Belt. Talk und Belt nehmen wir mit. Sonst gibt's hier nichts. Das weiß? Ja, hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber da im Norden müssen wir noch mal kurz ein bisschen schwimmen. Weil da ist ein Raum, der sich definitiv lohnen könnte. Oder doch nicht. Ne, war kein Raum. Sah aber so aus. Sah aus wie so ein Raum, der sich lohnen könnte. Nicht weiter, wo man da rauskam. Da oben im Norden. Da, dann geht's hier raus und geradeaus durch. Ach so.
Achso, die Tür ging wieder zu. Wo sind wir genau jetzt? Hier hatten wir links und rechts jeweils eine Tür, aber da vorne liegt was. Hm, die nehmen wir mit und die nehmen wir mit. Elfenlangschwert haben wir sogar. Und dann hier mal rein. Ah, warte, wir sind doch wieder hier, oder? Den Raum? Ne, doch, das ist ein anderer Raum. Gehen wir mal weiter. Ach, nee. Drecksviech! So, Healing True. Bleib tot. So. Hier ist ein Raum, wo wir noch nicht waren. Können wir da mal hinschwimmen? Nee, komm. Und wie wir sehen, dieser Raum hat sich vollstens gelohnt. So, dann müssten wir... Ach komm, wir können zurückschwimmen und dann hier so nochmal rein. Ah gut, der Troll ist weg. Jetzt, ich hasse aber diesen Troll. Achso. Wir müssen erstmal hier durch. Und hier hin. Oh, das sieht nach einem Raum aus, wo wir hin müssen. Können wir damit irgendwas machen? Auf jeden Fall hier so ein dädrisches Ding hier, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Sieht definitiv aus, als wäre es von irgendwelchen Dädra-Fürsten. So eine Statue. Ja, okay, geht nur noch durch diese Tür. Dann würde ich sagen, hier wäre optimal, um die Folge zu beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.